Ja, huhu, hier wieder beim Koali und beim Les Ragtag. In the Secret World. Und guck mal, wer da vor uns sitzt. Es ist der Karl. The Return of the Karl. Hast schon mal einen Folgentitel? So, ja, auch wieder ein neues Outfit. Neues, altes. Oh Gott, das sieht mit dem Sprint scheiße aus. Das muss ich dringend wieder ändern. Nächste Moment. Folge. Ja, komm, das Motorrad niemals. So. Sieht auch scheiße aus, ich weiß. So, ja. Wir haben das Ding von dem haben wir jetzt fertig gemacht. Wo gehen wir jetzt hin? Rein ins Haus, da gibt es ja auch noch einiges. Oh ja. Hier wie heißen die Gamelin? Ja, muss nur erstmal wieder bei mir laden. Was muss laden? Also, ja, okay. Das ist das erste dann, ne? Jagdsaison. Okay. Und Filmsequenz wahrscheinlich. Von den Dingern kommen ständig neue. Man braucht beim Töten auch mal eine Pause. Das ist kein Sport mehr. Und es hört einfach nicht auf. Paul und ich hatten ein rentables kleines Geschäft. Der Umsatz war gut. Aber wenn man das Land ausblutet, schlägt es vermutlich irgendwann zurück. Welle 10 ist totale Scheiße. Es begann so vor ein paar Jahren. Die Hirschsaison ist ziemlich mies gelaufen. Schlechte Zeiten. Dann fand ich die Spur von etwas anderem da draußen. Eine seltsame, alte Jagdbeute. Fast wie eine Art merkwürdige Vorsehung. Alte Geschichten, die zum Leben erwachen. Hätte nie gedacht, dass jemand fürs Jagen eines Wendigos oder Sasquatch bezahlt. Aber ich bin auch nicht fürs Denken zuständig. Jedenfalls sind das viele, wenn man weiß, wo man fragen muss. Typen aus anderen Staaten. Das Geschäft läuft schleppend, aber wenn Sie hier bleiben, können Sie alles jagen, was hier eigentlich nicht rumlaufen oder kriechen darf. Aber lassen Sie sich bloß nicht beißen. Ich würde Sie ungern erschießen. Hast du ein Quarter, Annie? Ich bin dran, oder? Ach ja, das gute Space Invaders Spiel. Ja, dass er mit Welle 10 Probleme hat, echt armselig. Was ist dein Rück? Welche Welle ist dein Rekord? Weiß nicht, es ist schon. Aber ich kleiner habe ich das gespielt. So, mehr Chips? So, irgendwas? Noch Muss mehr. sich der Koala ja ernähren? So, die Jagdkarte, wo ist die denn? Da hinten. Okay. Akaps, als ob ich nicht wüsste, wo Akaps sind. Zombies, Wendigos und ganz viele Fragezeichen. Old Cliffwalker, was ist denn Old Cliffwalker? Wir sollten uns aber beeilen. Oh. Geht auf Zeit. Ja. Das ist ja scheiße. Ich hasse solche Sachen. Ich hab's mit Malay damals auch noch knapp geschafft. Bin ich der Meinung. Okay. Auf Zeit ist kacke, da muss ich mich jetzt hier anstrengen. Wenn ich nicht mehr Nein, musst mit du gar nicht. Lass die Zeit, ich mach's ja. Ich kann den zweiten hier nehmen. Ich glaube, alleine würde ich das so nie schaffen, bei der Geschwindigkeit, wie ich hier Schaden austeile. Aber wenn du alleine wärst, wärst du auch nicht mehr nur Heiler. Ich sterb hier gleich. An dem Zombie. Ich brauche Heilung. Ja, ich kann es dir nicht geben, weil ich gerade selber Heilung brauche. Dann heile mich jetzt. Bin ich. Ja. Ja, schön. Beleb mich wieder. So viel zum Quest. Einen von 13. Vielleicht sollten wir zusammen auf die Zombies losgehen, nicht getrennt. Ich denke, das wäre eine Idee. Ja, ist sehr gewagt, aber ich glaube, ich werde mich der Idee mal anschließen.
wieder den großen. Wie lange brauchst du, bis du wieder hier bist, ey? Bin noch da. Jetzt bin ich tot. Ganz toll. Läuft bei uns, ne? Wir sind super, ne? Wir sind richtige Power-Gamer. Darauf ein Chip. Die scheinen ja echt gut zu schmecken. Ja, ich mag die. Ich war ja erst ziemlich misstrauisch, aber ich glaube, ich würde mir auch mal so eine Packung irgendwann mal probieren. Oder ich komm mal vorbei und du machst mal so eine Chipschale. Bin falsch gelaufen, glaube ich. Was machst du da unten, Quali? Ich weiß nicht, ich suche den Weg zurück zu meinem Körper. Da bist du. Ja, da musst du den Berg hoch, nicht an der Seite lang. Ich will zu meinem Körper. Warum kann man in dieser körperlosen Form nicht fliegen? Gute Frage. In WoW kann man das. Also an einigen Stellen. Ach je. Ich hab's schwer. Noch 6 Minuten und wir brauchen noch 12 Zombies. 11. Ich brauch noch 12. Oh. So. Dann komm, dann sammle ich gleich erstmal mehrere auf einmal. Dann kümmere du dich aber auch mal um meine Heilung. Okay. Weißt du, was mir aber am meisten Sorgen macht? Dass da steht 1 von 5. Mhm. Aber wir kriegen das eh nicht mehr hin in der Zeit. Nicht negativ denken, Pali. Immer positiv denken. Ich geb dir mal ein Schild. Okay. Sofort weg. Naja. Kriegst du noch eins, bitte? Nun ja, ich würde jetzt sagen, machen wir noch mal ein bisschen Werbung für Montag, aber ich glaube, das würde nicht bringen. Wieso? Naja, wenn das hier rauskommt, dann war das schon. Das riecht. Drei von 13. 4 von 13. Nur die nächsten, bitte. Ja. Also Quali, das Rollenspiel am Montag war wirklich 1A, muss ich dir sagen. So ein gutes mitbekommen. Tut mir leid, konnte ich mich nicht verkneifen. Tja, nachher war es dann gar nicht so toll und dann hast du jetzt was Falsches gesagt. Ja, war mir sicher gut. Aber ich muss echt sagen, ich freue mich wirklich schon richtig wild drauf. Ja. Aber das eigentlich schon den ganzen Monat über. Ah, Karl hat schon wieder verhindert, dass ich dich heile. Ich habe sogar schon ein großes Ziel in dem Spiel. Nämlich nicht sterben? Nein, 2 Beutel musst du schon bekommen. Ja, ich bin halt nicht so anspruchsvoll. Bolter, Melter, Flammenwerfer. Nein, Bolter, 2 Boltpistolen reichen. Dann bin ich schon glücklich. So, weiter. Die Zeit drängt doch. Hier, mach weiter. Zackig. Jetzt fängst du auch wieder an zu hetzen. Ja, wir sind doch hier unter Zeitdruck. Sind wir? Ja, kannst wissen, aber das hole ich erst später. Wenn ich keinen Zeitdruck mehr habe. Gut, hol dir jetzt schnell das Wissen. Los. Na gut. Geht nicht in dem Kampf. Schnell, Koali! Zack, okay. Muss Lesrak heilen. Und mit Schilden versehen. Und noch ein Heilungsschild auf ihn draufzaubern. Die Ultis von der Blutmagie, also die auf die Aktiven, ne? Da sind ein paar richtig geile bei. Ja? Da gibt es auch einen, der ist sehr gut als Shit. Okay. Zur Info, Shit-Button sind, wenn du die drauf drückst, dann bist du erstmal safe, egal was dir entgegengeworfen wird. Okay. Bei Paladin gab es auch nur Shit-Button, aber das war eine Makro-Taste. Okay, wenn wir die drei jetzt haben, dann haben wir es, ne? Ja. Okay, könntest du doch noch hinhauen.
Außer die Zeit geht dann weiter. Das wäre nicht so gut. Ich zauber die Barriere hin und schon ist sie weg. Das zeigt nur, dass sie wenigstens benutzt werden. Das ist so korrekt. Aber die Zombies sind nicht ohne. Aber wir haben KP gekriegt. Und wieder nur ein scheiß Gegenstand. Es gibt nie Gegenstände, wo coole Heilung drauf ist. Wow. Was denn? Die Zeit ist nicht mehr da. Ja. Wollen wir denn das große Ding auch noch versuchen? Mutierte Leiche mit 6000. Ja, mach mal. Gibt bestimmt gute Punkte. Ich hab's abgebrochen, extra für dich, du läufst weg. Ich danke dir, Koali. Was würde ich nur ohne dich tun? Sterben. Jetzt kann ich's nicht abbrechen. Aber ich. Ich kann erst wieder in 12 Sekunden das abbrechen. Brech's ab, brech's ab, brech's kann ab, brech's nicht. Ab, brech's ab. Sag du doch 12 Sekunden, jetzt noch eine. Ich glaube, jetzt kannst du das nächste Mal, ne? Mhm. Aber siehst du, das stimmt wirklich. Wir brauchen noch eine dritte Person. Brech's ab! Er hatte irgendwie überlebt. Nee. Ja, ich kenne noch ein paar Leute, die das Ding hier spielen, aber irgendwie. Vielleicht beim nächsten Mal holen wir noch eine dritte Person dazu. Also Gierfalken würde ja mitmachen, aber der ist ein bisschen OP. Ja. Wie gesagt, habe ich ja in einer der letzten Folgen ja schon mal was zu gesagt. Ist aber halt leider der erste, der mir immer einfällt. Wir brauchen einen Casual Gamer. Ein was? Einen, der es zum Spaß macht. Davon gibt es kaum noch. Nein, nein, Irrlichter, ich hasse Irrlichter, ich hasse Irrlichter. Ach stimmt, hier kommt ja nochmal Kürbiskopf, die letzte Quest. Hier, mach mal das Irrlicht mit mir platt. Noch ein Irrlicht, yay. Ja, die verdoppeln sich ja gerne mal. So. Noch 15 Punkte übrigens. Okay. Blutspur-Wendigos töten. Sind das nicht die, die wir schon tausende umgebracht haben? Ja. Okay. Aber gut, Zombies haben wir auch schon tausende umgebracht. Ja, das stimmt auch. So, ah Mist, ich wollte eigentlich dir ein Schild geben, aber du kriegst ein Heilungsschild, bitte. Was ist, hast du jetzt Karl eins gegeben, oder was? Nee, mir. Okay, das ist natürlich vernünftig, damit kann ich leben, solange Karl eins kriegt. Kannst du ihm eigentlich eins geben? Karl ist, glaube ich, schon wieder weg. Da siehst du, der ist Putin nicht. Der ist. Aber das ist immer, wenn man stirbt, glaube ich, sind die Begleiter weg. Aber ich habe doch recht gehabt, ne? Putin ist toll. Er trollt sich. Und wieder ein Schild für mich, anstatt für dich. So muss das sein. Aber wenigstens ist das jetzt hier nicht auf Zeit. Was sollte diese Scheiße mit den Zombies auf Zeit töten? Ey? Keine Ahnung, damit ein bisschen spannender ist? Was weiß ich? Es ist nicht spannender, es ist nervenaufreibender. Ja, hab ich gemerkt. Das erste Mal, dass du mich gehetzt hast, war da. Ja, ich mag das nicht. Mich zu hetzen? Das Spiel hat mich gehetzt. Okay. So, hier ein Schild wieder für dich, das du nicht brauchst gerade, glaube ich. So wie es aussieht zumindest. Ja, jetzt ist es gerade weg. Ja, es ist gleich wieder ein anderes Schild, aber naja. Scheint sie gerade auch ziemlich fertig zu machen, ne? Ja. So, 4 von 5. Und ich bin, Da hinten ist noch einer. So. Den Lesrak oder auswählen. Ah, der versteckt sich im Haus. Der hat schon Angst vor uns, siehst du?
Die ganze Welt, die hat Angst vor uns. Ist ja auch die Secret World. Ja. Aber die reine Grundidee von dem Spieler finde ich eigentlich echt gut. Ja, ich habe nur ein bisschen die Hauptquest irgendwie. Seit wir die hier in dem dritten... Also in dem zweiten konnte ich die Hauptquest ja ein bisschen nachvollziehen, aber jetzt hier im dritten fehlt mir jegliches Hauptquest-Ziel. Okay. Also was ist jetzt hier die Hauptquest? Wir müssen halt irgendwas in den Minen, wir wissen nicht genau was und das müssen wir jetzt rauskriegen, weil dieser eine Typ, mit dem wir schon mal zu tun hatten, der mit dem Schwert, ja. der sucht halt irgendwas Wichtiges. Ah. Was vielleicht die ganze Welt in Gefahr bringen könnte. Ist hier noch so ein Typi drin? Wir haben doch schon alle. Zu den Nistgründen der Akkab gehen. Ich will da nicht hingehen. Ich auch nicht, aber wir müssen. Ist halt so, sobald man OP ist, muss man die OP-Sachen erledigen. Niemand mag Akkabs. War das wieder der Älteste? Ja, lass ihn der Älteste sein. Na gut, ich lass ihn den Ältesten sein. Bitte, bitte. Sei doch der Älteste, wenn dir das für Spaß macht. Wer ist eigentlich höherrangig? Der Alpha oder der Älteste? Das ist eine gute Frage. Ich glaube der Alpha, weil der Älteste ist ja eben, wie du es gesehen hast, an Altersschwäche gestorben. Ja, mein Schwert hat nur nachgeholfen, ne? Ja. Heißt dein Schwert nicht Altersschwäche? Oh, ich habe noch keinen Namen dafür, aber ja, nennen wir es Altersschwäche. Aber ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich habe den Sinn noch nie verstanden, Waffen Namen zu geben. Ja. Ich meine, ich habe selber getan zur Bundeswehrzeit beim G36, aber... Ach, du hast mit diesem komischen kaputten Gewehr schießen müssen? Das ist kein kaputtes Gewehr. Das sagen die doch immer. Ja, weil sie keine Ahnung haben, das sind Idioten. Diese Waffe ist nicht für gezieltes Dauerfeuer geeignet, weil sie dafür nie konstruiert wurde. Die wollen jetzt was von der Waffe, wofür sie nie gebaut wurde. Aber das war von Anfang an klar. Es ist für Sperrfeuer, also dass die Leute in Deckung gehen. Dafür ist es gebaut worden. Also die Schnellfeuerfunktion. Ja, das, was es ja wissen. Ja, das, was es soll, kann es auch. Nur von der verlangt mein Dachen die. Oh, das Thema regt mich einfach nur auf. Na, ich bin großer G36-Fan. Okay. Die Waffe ist einfach einsame Spitze. Ja, demnächst gibt's ja ganz viele, die verkauft werden. Kannst du ja also. Wenn es mir verkauft werden würde, leider ist mein Waffenschein nicht groß genug dafür. Ach, die werden garantiert verkauft. Ja, aber leider ist mein Waffenschein dafür nicht groß genug. Ich darf nur normale kleine Waffen haben. Also Pistolen und sowas, ne? Mein Bekannter hat jetzt auch einen Waffenschein. Weißt du, was er als Begründung dafür angegeben hat, damit er den Werk nicht bekommen hat? Nö. Ich habe Angst vor den Ausländern, die hier jetzt überall sind. Okay. Und er hat dafür die Zulassung bekommen. Das ist zur Selbstverteidigung, den halt kriegt und alles. Ganz schön, was? Und er ist nicht mehr wirklich ein Rassist oder so. Er übertreibt. Ist nur ein besorgter Bürger. Nein, er lässt sich nur gern von allen möglichen Medien aufhetzen. Also doch ein besorgter Bürger. Obwohl, nein, Quatsch, die besorgten Bürger lassen sich ja gerade nicht von den Medien aufhetzen. Hm? Weil die Medien lügen ja. Erstgeborene Akkabs töten. Warum nicht? Komm, Erstgeborene. 12 Erstgeborene Akkabs. Also müssen wir 12 Nester finden. Oh Gott. Tja, dieses Spiel. Koali, kannst du mir etwas versprechen? Was denn? Egal, was für Rollenspiele wir in Zukunft machen, auch das für Montag, ne? Mhm. Bau niemals sowas wie Akkabs ein. Da ist noch ein Soldat, der erstgeborene Akkabs. Zählt der auch? Irgendwie, also hier mit einem Abendkleid durch die Akkabhöhlen, also ich weiß nicht. Ja, ich kann mir ein besseres Date vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Aber hey, du bist die Frau, du entscheidest. Das
zwei Erstgeborene. Also die zählen. Sehr schön, sehr schön. Apropos meine Sprüche. Ich wurde über Google Plus angeschrieben. Also über Google. Ja. Ja. Was ich mir denke, so über Frauen zu reden und alles. Also eine Beschwerde von jemandem. Was? Ja, ja, ja. Stimmt, wollte ich den schon. Habe ich vorgestern oder so gesehen. Wollte ich dir eigentlich schon längst erzählen, mal. Wirklich? Ja. Wollte man jetzt mal mich dafür anschreiben, ne? Ich hab's das ja nicht gesagt. Ja, aber. Ich meine, dass sie das haben. Hast du mich irgendwie verlinkt oder so? Nein. Aber wenn du unter Lesrakdark zu finden bist, dann. Ja, immer den gleichen Namen zu verwenden, hat anscheinend auch Nachteile. Boah. Packst du mich denn in die Verlinkung, wenn ich mal selbst beim Splay-Kanal hab? Och ja klar, warum nicht? Ohne Kanal macht's ja relativ wenig Sinn, dich zu verlinken, ne? Ja, da ist was dran. Da ist ein getöteter Wabanaki mit einer Quest. Hat sich derjenige oder diejenige denn wenigstens auch geoutet in dem Sinne, dass sie einen vernünftigen Namen benutzt hat und so? Oder einfach so einen anonymen, du bist scheiße. Alles Fickerin 63. Ja, deswegen. Das ist. Da okay. Musste ich auch. Ach so, da muss man auch Akaps töten. Wie passend! Ja? Wie passend! Und Kokon zerstören und noch Überlebenden suchen. Wir wissen doch, wo einer ist. Ich habe einen gefunden. Sogar mit freiem Oberkörper. Hallo. Der hat ein Sixpack weg von meiner Eukalypta. Er kommt direkt zu mir. Du hast noch reingeklickt. Du wolltest unbedingt das Sixpack anfassen, ne? Why not? Ich nehm's zurück, du kannst doch sehr gut eine Frau spielen. Warum Sixpack, wenn man ein Fass haben kann? Ja, korrekt. Das ist sowieso meine Rede immer. Wie gut, dass meine Freundin diesen gleichen Spruch gut findet. Na, da haben sich anscheinend zwei gefunden, ne? Das sowieso. Hihi! Ein frühgeborener Erstgeborener. Ein frühgeborener Erstgeborener. Wie scheiße ist das? Ja. Was bist du, ein frühgeborener Erstgeborener? Wenigstens haben sie halbwegs vernünftige Namen. Wieder einer! Nicht so wie diese aus der ersten Folge heute. Noch ein frühgeborener Erstgeborener. Zählen die denn auch als Erstgeboren? Ja, anscheinend schon. Da sind ja auch Erstgeborene sind halt aber noch nur. Auch wenn sie früh geboren wurden. Den alten Sasquatch namens Klippengänger finden. Ah, so hießen doch Cliffhanger da, was die sagten. Mhm. Aber machen wir die hier trotzdem noch schnell fertig, die hier? Also die letzten paar, die hier. Das ist ein Soldat, der Erstgeborene Macker. Ah, kein frühgeborener Erstgeborener. Yay! Action! So. Ich brauche auch nur noch 12 Punkte übrigens. Nein. Nein. Hier ist noch ein Überlebender. Kann ich den auch anklicken? Wahrscheinlich. Ja, hilft aber nichts. Was machst du da? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Wir müssen in diese Richtung, glaube ich. Ja, aber erstmal müssen wir doch noch Akaps töten, 2 Stück. Müssen wir? Ja, für die Nebenquest. Oh, ja. Aber die finden wir bestimmt auch auf dem Weg dahin. Ja, okay, das stimmt. Ah, nee, hier ist Kürbiskopfteil gleich. Da hinten sind Akaps.
Aber die Kürbiskopf-Quest, das weiß ich. Also die letzte. Hier ist der Akkap. Komme. Oh, und du hast was mitgebracht. Oh, Kacke, hier sind echt viele. Yep. Ich sollte dich mal heilen, wa? So ganz am Rande wäre es vielleicht nicht die gute Idee. Irgendwas zieht mir ja auch gerade ziemlich was ab hier. Vielleicht deine Fähigkeiten? Nee, ich habe ja gerade nur geheilt. Da hinten ist auch ein Templer, auch noch ein Drache. Ob der uns hilft? Der hilft? Anscheinend, also er kämpft auch gegen Akaps. Sollen wir ihm helfen? Komm, wir helfen ihm. Ja. Der freut sich bestimmt nicht. Ja, dann heil mal. Bitte. Wir müssen jetzt die königliche Akkap-Höhle zerstören. Die königliche! Hat der jetzt Reis ausgenommen? Ja, oder was? Hat er. Man hat uns jetzt hier mit den ganzen Viechern alleingelassen, oder? Wir haben gerade unseren Arsch riskiert, um zu retten. Ja, und wir haben es wahrscheinlich auch geschafft. Ja. Oder vielleicht ist es hier, wie heißt die, Allesfickerin 72? Folgt uns ins Spiel, ja! Ja. Sabotiert unser Spiel hier. Aber so ein großer Sexist kann ich ja gar nicht sein. Nicht? Nein, sonst würde ich auch eine Frau spielen. Warum spielen Sexisten Frauen? Keine Ahnung, weil die dann sagen können, oh ja, geil, geiler Hintern, sehe ich die ganze Zeit und sowas. Ja. Was weiß ich. Das wäre ja dann so meine Fraktion. Deswegen spielst du es. Das ist ein angenehmeres Bild für mich. Finde ich jetzt. Ja, ich versuche mich immer mit den Figuren zu identifizieren, die ich spiele. Ach, da ist ein Frauenhintern etwas hinderlich bei. Das brauche ich nicht. Obwohl, habe ich letzt einen Bericht drüber gehört im Radio. Ups, hier ist ein Akkap. Ein erstgeborener, frühgeborener. Ja, da komm her. Ja, ich mache ihn gerade sehr dabei. Okay. So. Die sind nicht besonders stark. Weil ich werde, glaube ich, auch bald mal zerlegt. Was wirst du zerlegt? Hm? Warum? Musst du die fragen. Hä? Frag die Gegner, nicht mich. Du bist doch nicht zerlegt. Du hast doch noch 1000 Leben da. Aber bei mir ist 1000 Leben nicht viel, vergiss das mal nicht. Wenn ich 1000 Leben von dir habe, ich die Hälfte meiner Lebenspunkte weg. Ja, du hast ja auch so wenig. Bei dir reicht ja auch ein kleiner Windhauch, um dich K.O. zu hauen. Ja, zum Beispiel der Akkap, der gerade vor mir steht. Okay, jetzt ist auch noch die Königin dabei. Fuck you! Zumindest heile ich dich gerade passiv. Aktiv hatte ich gerade keine Zeit. So, jetzt aber. Heile, heile, Siegen. Sehr schön. Funktioniert doch. Zeit wieder mich zu heilen. Und ein bisschen... Ah, gleich ist sie down. Und da ist sie down. Ich erwarte jetzt vor draußen an den Bildschirmen lautes Gegröle und Geklatsche. Ein bisschen XP haben wir auch bekommen. Ja. Na dann. Suchen wir Cliffhanger. Det.
Hier ist noch irgendwas. Das ist wahrscheinlich das... Ein Waffenwerkzeugset. Okay. Okay. What? Ach, du kennst schon wieder? Ja. Ach, auf der Brücke. Gleich gegen zwei. Der ist auf einmal irgendwie dazugekommen. Ich weiß auch nicht wieso. Vielleicht spawnen die und helfen sich gegenseitig, weil es sind eigentlich total soziale Tiere, diese Akkas. Ja, richtig sozial. Die gehen mir sozial gehörig gegen Strich. Hier hast du ein Schild. Oh, danke. Nur für dich. Weißt du, was bei dem Schild richtig gut wäre? Dass wenn die jetzt mit voller Wucht auf einen zugestürmt kommen, ne? Dass sie die ganze Wucht entgegengeschleudert kriegen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja bei diesem 50-Punkte-Schild ja möglich. So eine Kette mit weniger Heilungswert. Hey, hey, ho. Naja. Ich muss mal ein paar FP ausgeben, glaube ich. Ja, da muss ich noch warten, bis ich zwei habe. So, Kopftalisman auch auf Fähigkeit 5. Dün, 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 den alten Sasquatch finden. Oh, was ist denn hier? Was bist du denn? Du bist eine Wartende. Hallo. May Tankard. Wirkt aber auch so, als ob sie warten würde. Vielleicht so wartet damit. Sie auf dich. Glaube ich nicht. Es gibt nur eine Person, die auf mich wartet. Und das kann sie auch noch eine ganze Weile tun. Okay. Strange. Hier ist ein Wiederbelebungspunkt. Okay. Hast du jemanden, der auf dich wartet? Jeden Tag. Du hast ein Haustier? Nein. Ach, deine Freundin, ja, okay. Hallo Sasquatch. Bist du ein netter Sasquatch? Ich glaube nicht. Breidox töten, wer ist denn Breidox? Das Ding da oben. Hallo Breidox. Los, gib mir Mädchen, Tiernamen. Breidox. Gib mir böse Tiernamen. Böser Breidox. Ja. Das sport mich an. Weißt du, ich gebe dir jetzt hier Schilde und sowas, ja, aber böse Breidox-Namen. Du musst mich doch anspornen, ich bin der Tank. Ach so, okay. Der Heiler. Go, 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 go. Der Heiler hat nicht viele Aufgaben, nur zwei Stück. Gut, dass du jetzt nicht hinter dich guckst, wie der Akalypter hier mit ihren Cheerleader puscheln. Ja, du nimmst doch auf, warum muss ich denn hinter mich gucken? So, schon wieder Heilungswert minus. Meine Güte, ey, Mann. Kann ich denn nicht mal was Vernünftiges finden? Nein. Aber es sind nur noch 6 KP. Ein FP bei mir noch. Haben wir diese Nebenquest hier rechts schon gemacht? Da unten drin? Orochi-Tablet? Ja, kann sein. Nee. Nicht. Er ist wieder da. Ja, der greift uns noch nicht an. So. Ne, hier unten drin, da unten drin scheint eine zu sein. Ich sehe da keine, ehrlich gesagt. Guck mal auf die Karte. Ja, ich sehe hinter uns eine, also in die Richtung. Hier? Ja, hier Militärkarte. Ja, das ist Orochi-Tablet, sagte ich doch. Ja. Okay, mach mal das. Ja. Das Experiment. In der Nähe eines Wendigo-Baus. Wie viel Zeit ist denn schon vergangen? Ja, wir müssen diese Folge abbrechen. Ja. Siehst du, gut, dass du mich hast. Aber dann da können wir danach das Experiment machen. Bis dann, euer Koali und euer Lestrak-Dag. Ohne Putin und ohne Karl. Tschüss. Meow, 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 meow